gemacht. Was muss man im Leben alles noch gemacht haben? Und da war eins bei, ich möchte einfach mal eine CD aufnehmen. Und als kleines Kind, hallo, ich habe hier irgendwie eine Rückkopplung. Hallo? Ja, weg? Besser so? Danke. Als kleines Kind hatte ich dann auch mit der Haarbürste vom Spiegel, das kennt ihr alle, so den Beatles nachgemacht oder sonst irgendwas. Und so im Alter habe ich dann gesagt, jetzt muss ich auch mal was anderes machen ohne Haarbürste. Mein Freund Marco Ricardo, der ja auch mein Produzent ist, den habe ich mal ein Lied hingeschickt. Und zwar einen schönen Ballermann-Song, an dem ihr eigentlich alle mitmachen könnt. Das Problem war nur, er hat das Lied nach München geschickt. Zu Johnny Meyer. Der hat die Melodie gemacht und hat gesagt, was ist das denn für ein Typ? Ja, das ist ein Rocker. Ja gut, dann machen wir ihm halt Rockmusik. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, was dabei rausgekommen ist. Wir haben einen Ballermann-Song von mir geschrieben mit Rockmusik. Klingt komisch, aber ich hoffe, es gefällt euch. Dafür ist die Zugabe aber von mir und die ist wesentlich besser, sagt auf jeden Fall meine Frau. Ja, und Marco, ich freue mich, in Eidelstedt sein zu dürfen. Hallo Eidelstedt! Ja, so. Marco, fahr mal ab das Teil. Viel Spaß! Wir so, ja, die lieben wir so.
ich weiß, ihr seid bezahlt worden dafür. Hat mich viel Geld gekostet, dass die das rufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben lange dran gearbeitet, vor allen Dingen Marco. Dafür nochmal recht herzlichen Dank, Marco Ricardo. Ja, ein kleiner Applaus ist er wert. Das war ja schon fast ein großer. So, ihr wollt eine Zugabe? Okay, dann solltet ihr die auch haben. Das ist eigentlich mein Lieblingsstück. Ich finde das sehr geil und ich muss euch sagen, das ist auch eher meine Richtung. Bei der möchte ich auch ganz gerne bleiben. Das gilt gleich für dich so, für die Zukunft mal, wenn wir mal ein Album machen sollten. Übrigens, vor ein paar Tagen, am 22. wäre Hans Albers 120 Jahre alt geworden. Ja, so lange ist das her. Und ich mochte den Mann sehr gerne, ich habe ihn verehrt und habe euch ein Stück mitgebracht. Das ist ein bisschen verändert, das auch in die heutige Zeit passt. Marco, hau rein. Dankeschön. So, und jetzt für die, die drauf gewartet haben, stehe ich selbstverständlich für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Bin nur ein bisschen heiser, muss erst was trinken. Dankeschön.